Das ist keine direkte Playlist, das ist von Pretzel Rocks. Einfach das Genre Pixel, glaube ich, heißt das. Pretzel Rocks ist zum Beispiel auch dieser Bot, der hier immer wieder die Nachrichten reinballert. Und der haut da einfach randomly Lieder aus diesem Genre raus. Ist einfach nur, weil erstens, ich habe nicht das Abonnement bei Pretzel Rocks, sprich ich zahle nichts dafür, sondern die Gratis-Version. Und ist einfach nur dafür, dass ich keine Urheberrechtsprobleme habe. So. Alter, das war jetzt ein Durchtexten. So, Jonas, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Es tut mir leid. Ja, und ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Okay. hat der jetzt eigentlich okay draufgeschrieben? Jo, hat okay draufgeschrieben. Hier ist Agrigriff drauf. Ach so, Agrar. Ah, okay. Erde. Du Jonas, Erde, hier kommt gerade eine wichtige Frage. Warum machen wir eigentlich keinen Eimer aus Porzellan? Das geht. Ja, das geht. Wir sind so dumm. Danke, Holy. Lieber Gotiak, das Modpack heißt Skyblock von Feed the Beast Infinite Evolved. So. Was braucht man denn? Lieber Newboy, ich sag, wenn du die notwendigen Ressourcen hast, gönn dir Ganze. Aber sonst sage ich, reichen theoretisch auch die 1KME Storage Cells. Also du musst da jetzt nicht so hardcore übertreiben. Okay, du kennst das Modpack auswendig. Okay, du bist ein kranker Hund. Für mich ist das erste Mal und ich bin eigentlich schon ein Spieler, der sich ziemlich schnell in Modpacks reinfuchst, aber ja, bei dem habe ich mir echt schwer getan. Hast du Erde? Jo. Warte, ich werf das Ganze hier mal ins Wasser. Mach das. Ich geh draußen. Weil hier ist keine Plattform für diesen Ding da. So. Oder soll ich lieber mit Zwerg spawnen, damit wir keine Monster spawnen? Bau lieber mit Slabs. Vor allem ist es sparender. Okay. Weißt schon, da kommt mein geiziges Ich raus. Ja. Das geizige Ich, das der liebe Thunfisch so an mir liebt. Wenn ich wieder mal sag, nö, das ist viel zu teuer, da reicht das Schwächere auch. Oh, und der Thunfisch den halben Nervenzusammenbruch bei mir im Chat bekommt. Ich liebe es. Es ist so schön. Farmcraft gibt's auf jeden Fall. Portal Gun weiß ich gerade nicht. Ich schau mal ganz kurz. Wenn es die gibt, das wäre natürlich schon nice. Ja, das ist nicht cool. Nö, Portal Gun gibt's nicht. Aber es gibt ein Deep Dark. Also aufs Deep Dark freue ich mich schon. Okay. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz schauen. Warte mal, wie heißt denn das Ding? Jo, das ist gut möglich. Alternativkonto? Was? Hä? So. Wie heißt das verdammte Ding? Was, der Aquarius? Nee, der Aquarius war's nicht. Igneus, was der? Jo, der Igneus Extruder war's. Okay, da brauchen wir Kupfer. Kupfer haben wir, oder? Ja, schon ein bisschen. Pistenhammer, Glashammer. Aber wir haben keine Sample Table. Mist! Ach so, ja, von Ark. Ja, Freundin ist geleakt. Mist, das wäre jetzt zu schön gewesen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wir machen einen Igneus Extruder,
weil den Igneous Extruder können, also der produziert ja unendlich Cobblestone und wir brauchen so circa 70.000 Cobblestone. Okay. Freunde gelegt, weißt du noch von Ark? Klar weiß ich noch von Ark. Stell dir vor, das Modpack, wo du spielst, das ist nur Skyplay, weil es Platin ist ein bisschen. Jo, das wäre echt nice, aber der Platin hat sich eben entschieden fürs, weißt du schon. Ja, du weißt schon, was ich meine. Okay, hier steht jetzt Cobblestone Generator. Okay. Ich gebe einfach nur Generator ein. Gesundheit. Dankeschön. Ja, Vanilla. Ja, in etwa 70.000 Cobblestone werden wir brauchen fürs Deep Dark. Hey, wir haben wieder Besuch. Okay. Blackie. Haben wir jetzt schon einen Porzellaneimer? Wie geht der? Ja, schau doch einfach! Bucket! Hab ich, aber ich hab den nicht gefunden. Okay, anscheinend geht der nicht. Haben wir nicht theoretisch genug Eisen für einen Eimer? Ja, Eisen haben wir schon genug, aber wir brauchen ja das Creosote Oil. Okay. Dass wir ihm ein bisschen was geben können, falls er was braucht. Weil er ist ja auch voll lieb, vertrösten. Dachte der coole Generator wäre drin. Nee, der ist leider nicht drin. Ja, normalerweise schon, aber... Okay. Will nur Eimer. aus dem Porzellanclay, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Jonas, magst du mal schauen? Ja, gut, Stack Kohle ist jetzt nicht die Welt. Hey, warum liefert das für das Porzellanclay? Hm? Wochen Bonemeal für das Porzellanclay und halt Clay. Ja, ja, aber können wir dann überhaupt daraus einen Eimer machen? Warte. Nö. Okay, dann geht das nicht, schade. Hast du unsere Base schon ein bisschen ausgebaut? Weil der Coke-Ofen braucht mindestens 3x3er Fläche. Ist. Hm? Oh nein, das wird unsymmetrisch. Oh, ich würde mich dafür so hart lang. Was? Das wird unsymmetrisch? Du willst wohl deinen Kopf verlieren oder wie? Können wir nicht akzeptieren, hast du recht. Du haben wir hier noch so einen. Ja, jetzt warte doch! Warte doch! Hm? Nicht du. Okay. Der hier. So, jetzt ist es symmetrisch, wenn wir den bauen. Oh.
glaube ich eigentlich keine Töne. Warum? Was? Ich höre einfach gar nichts. Gar keinen Sound. Ja, muss mal in die Settings reinschauen. Hab ich schon. Ich hab mal neu. So. Nein, da habe ich mich verbaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mist. Mist. Ah, jetzt habe ich wieder Sound. Oh Gott. Oh Gott. So. Graf, bist du, der so leise ist? Yo, holy, ich weiß, der Coke-Ofen hat 3x3x3. Aber wir brauchen eine Fläche von 3x3, um das geht's. Und dann, wenn wir den Coke-Ofen haben, dann können wir den auch ordentlich weitermachen. Dann können wir nämlich selber einen Eimer machen und so weiter. Nicht mal ein Achievement für das Steam Engine Scam. Oh, schön. So. Weil ich glaube, wenn wir das hier voll haben, dann haben wir genug Clay auch für den. Für die Smeltery. Und ja, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Also wenn wir die Smeltery haben, haben wir gewonnen. Dann können wir uns ordentliches Werkzeug machen, das nicht auseinanderfällt, wenn man es einmal schief anschaut. Und dann können wir uns auch alle Erze verdoppeln. Nein. Und dann können wir auch alle Zahnräder machen und Legierungen und so weiter und so fort. So. Zwischendurch auch mal wieder in den Chat schauen, nicht, dass sich der vernachlässigt fühlt. Ja, ich muss noch, also ich habe mal die Einladung zum Affiliate bekommen und jetzt muss ich eben noch abwarten, bis ich meine Steuernummer bekomme, weil das Finanzamt halt, ja, die schlafen mal 30 Milliarden Tage, dann schauen sie kurz das Formular an, dann schicken sie mir erst die Steuernummer und ich brauche halt die Steuernummer, damit ich Affiliate, also den Antrag ausfüllen kann. Dann prüft Twitch nochmal drüber und dann bekomme ich den Status auch auf Twitch verliehen. Aber ich habe bereits die Einladung bekommen zur Affiliate. So. Bricks braucht man eigentlich keine mehr. So ganz terroristisch betrachtet. Gut, dann machen wir hier also unseren Coke-Ofen hin. Du heute kackst mich an wegen der Symmetrie und Boss und da hinten hin. Weil ich weiß, dass hier noch mehr hinkommt. Hier steht der Coke-Ofen, hier kommt dann die Tinker-Smeltery hin und dahinter kommt dann der Reaktor mit, keine Ahnung, 50x50x50 hin. Also halt so ein kleines Reaktörchen. Mhm.
Hast du noch mal ganz kurz einen Slap? Sonst ziehe ich mir einfach den da, den brauchen wir ja nicht. Hier sind auch 6 Stück drin. Okay. Danke. Geht eben nur darum, ich muss da irgendwie hoch. Klebt man Sachen eigentlich? Okay, wir brauchen noch 9 Stück von den Coke. Dingern. Weißt du schon? Weißt du schon, was ich meine? Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz hier so ein bisschen Krabbel. So ein bisschen Krabbel rausholen. New Frank. Eine Freundesanfrage geschickt. Du hast nicht geschickt? Ja. Okay. Was? Jonas, bist du bekloppt? Nee. Ich hätte jetzt gerade so hart ein Arsch sein können. Ich brauch nur diesen Cake, weißt du. Okay. Warum lass eigentlich das Wasser hier runterfließen? Das war nicht ich, aber egal. Das war schon. Nein! Nein! Fuck. Deswegen. Jo, nass! Scheiße. Jonas, willst du sterben? Ups. Scheiße. Jonas. Gut. Ja, das war mal unser Plan. Jonas, möchtest du bitte irgendwie schauen, dass wir neue Lava bekommen? Ja, ich guck schon. Ja, ich weiß. Ich meine, es ist ja egal, lass das Zeug doch runterfließen, es rinnt ja in die Void. Ach, Jonas. So. Aber hey, wir haben ein Obsidian. Yeah. Ja, ich weiß auch nicht. Das stimmt aber echt. Das Modpack ist echt heiß auf Industrial Craft 2. Das ist schlimm. Thunfisch, ich grüße dir! Nice! Freut mich für dich! Wie gesagt, also von mir aus kannst du dann gerne bei uns mitmachen, nur normalerweise sind die Teams auf 4 beschränkt, also wir sind eigentlich schon voll. Aber am besten ist, du redest dir das mit Thunfisch aus, ich will dir da jetzt überhaupt keine Versprechungen machen oder sonst was. Affiliiert? Was? Affiliiert?
Ich mache Compressed-Zeug, aber ich bin jetzt gerade beim Coke-Ofen drauf und dran.